Ja, jetzt haben wir den Andreas hier, Interimstrainer. Wahrscheinlich letzte Woche selber noch nicht gedacht, dass du jetzt hier heute mit mir stehst. Aber das Ergebnis, wieder eine Niederlage 1-3 gegen Düsseldorf West. Ich denke, heute hat die bessere Mannschaft einfach gewonnen, oder? Stimmt auch. Ich sag ja, die Jungs haben alles gegeben. Die haben gekämpft. Nur hat halt die Klasse gefehlt. Also du hast ja gesehen, sehr gut angefangen. Dann kassierst du das Tor in der 5. Minute. Dann prompt sofort den Ausgleich. Ja, ich sag, dann läuft das ja super. Defensiv. Für die Offensive haben wir zu wenig gemacht. Wir haben keinen Abschluss gesucht. Wir haben irgendwie hat was gefehlt, das gewisse Etwas. Ja. Aber ich sage ja kein Vorwurf an den Jungs. Die haben alles gegeben. Die wollten das schaffen. Obwohl nach den Ergebnissen von den Mannschaften, die jetzt gespielt haben, sind wir sowieso abgestiegen. Ja. Aber ich sage ja, man muss in die Zukunft blicken. Und dann geht das irgendwann mal weiter. Und von Anfang an wirkt es mir sehr defensiv, ein bisschen mutiger. Wollt ihr denn nicht spielen? Nein, wir wollten erst mal gucken, was der Gegner macht. Weil die waren in Zugzwang, die müssten ja eigentlich, die wollen aufsteigen. Wir waren ja für alle schon abgestiegen. Wir wollten das möglich machen. Wir wollten wenigstens einen Punkt holen. Aber sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Und du bist nächstes Jahr wieder bei der A-Jugend. Dann habe ich gehört, da kommen 20 Jungs raus. Also du bist jetzt für die Verstärkung 2016-17 zuständig. 2020. Wir haben jetzt im Moment Kader von 25. Wir sind am Überlegen, wenn jetzt noch ein paar kommen, dass wir auch die A2 vielleicht aufmachen. Vielleicht nicht 11er, vielleicht 9er. So, dass wir den Nachschub schaffen. Das wollen wir ja. Wir haben ja die Gelegenheit haben wir jetzt. Wir haben ja schönen Kunstrasen. Also steht oder spricht nichts dagegen. Wir müssen nur gucken, dass wir das PAP, also konzentriert weitermachen. Das wird schon. Und dann nächstes Jahr auch den Aufstieg mit der A-Jugend packen. Den überfälligen Aufstieg. Also wir sind ja dran. Wir wollen unbedingt Leistungsklasse spielen. Ja? Aber ich sag ja, wie das im Leben so ist, der Ball ist rund. Okay, dann trotzdem danke für deinen Einsatz und ja, auch dir persönlich und mit deiner Mannschaft nächstes Jahr viel Glück. Danke. Oder erstmal am nächsten Spieltag, du bist ja trotzdem noch dabei zum Saisonfinale in Wülfrath und dann ist eine lange Sommerpause, können wir alle ein bisschen nachdenken, wo die Fehler gelegen haben. Ne? Ja, ich sage ja lange Sommerpause, ich weiß nicht, ob die so lang ist. Man muss gucken, dass man weiterarbeitet. Du kannst jetzt nicht alles fallen lassen, du musst irgendwie sich mal auch um die Jungs kümmern. Auch um die Neuen, die kommen. Aber dafür muss man erst wissen, wer der neue Trainer ist. Das stimmt. Also ich hoffe, dass das ein guter ist, in dem Sinne von den Jungs, weil die Truppe ist nicht schlecht. Ja? Und so viel ich das weiß von den Jungs, viele warten ab, was jetzt passiert. Ja? Und ich hoffe, dass ein guter kommt, der die auch hält, weil die Truppe ist nicht schlecht. Ja? Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ja, danke dir.